Ein Ortsschild hat jedes Dorf. Die Lokstädter hingegen verewigen ihren Ortsnamen sogar im Rasen. Schön wollen sie es haben, sind stolz auf ihre Reetdachhäuser. Und um die hatten viele Angst, denn bei einem Landwirt hat es zweimal gebrannt, innerhalb eines Jahres. Hier hat es vor ein paar Jahren mal zwei Großbrände gegeben. Einmal hat da ein Bauernhaus gestanden und einmal ein Jahr davor auf der Seite ein Bauernhaus. Beides am 1.9. abgebrannt, beides mal derselbe Bewohner. Nein. Doch. Und an beiden Tagen war kein Gewitter, würde ich als Laie sagen. Blitzschlag ist es wohl nicht gewesen. Ja, es kam uns schon sehr merkwürdig vor, aber nun ändert an der Tatsache nichts. Dafür haben wir jetzt einen sehr schönen Dorfplatz bekommen. Ach, der Hof hat da gestanden? Ja. Ja. Hier oben. Das, was Sie jetzt nicht sehen. Das ja. Und ist noch die alte Scheune. Ja. Ne, die ist erhalten. Das ist jetzt gemeindeeigen. Das war unser Glück, dass er ein anderer Pech hatte. Der Landwirt ist weggezogen und die 170 Lokstädter haben jetzt mitten im Dorf einen Platz für ihren Weihnachtsmarkt, das Dorffest und das sonntägliche Buhlspielen. Ja, und das Neueste haben wir ja hier, unser Bowlplatz. Das ist das Neueste, was wir zurzeit haben. Mhm. Angefangen sind wir da am 18.09.2011. Einmal im Jahr veranstalten wir hier ein Turnier. Dann dazu. Dann gibt es ein Turnier und dann haben wir Gäste aus Wiöl, aus Breglum, aus Brunsbüttel, aus Burg, aus Dingen, aus Büsum, aus Oelixdorf. Und ja, man merkt einfach, mit welchem Spaß und mit welcher Begeisterung die Leute dabei sind. Und weil es einfach so ungezwungen ist. Man kennt sich mittlerweile, das ist wie eine Familie, die immer größer wird. Weil wir den harten Frost haben, dann machen wir hier draußen eine Eisbahn und fahren Schlittschuh und spielen Eishockey. Folie rein, mit Plätteisen. Wasser und los. Mit Plätteisen. Wir haben alle Plätteisen und dann geht das los. Eisstockschießen. Haben wir auch schon gemacht. Lokstedts Dorfbild hat sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr verändert. Die Schmiede und die Meierei sind dicht und auch in der alten Schule gibt es keinen Unterricht mehr. Eine Lehrerin wohnt trotzdem hier wieder. 46, da ist mein Vater als Junglehrer hier nach Lokstedt gekommen und Lehrer geworden hier, hat geheiratet, eine Jugendliebe und ich bin hier schon zur Schule, zur Welt gekommen. Ich bin bei meinem Vater zur Schule gegangen. Es war ein Problem für mich damals. Ich wusste nicht, als ich eingeschult wurde, habe ich Mutti gefragt, mit was soll ich denn sagen? Darf ich Fadi sagen oder muss ich Herr Kräft sagen? Durfte ich mir aussuchen. Ich bin dann bei Fadi geblieben, haben die anderen akzeptiert. War ja eine einklassige Schule. Ist das nicht komisch, dass Sie sozusagen jetzt in Ihrem Klassenzimmer wohnen? Direkt im Klassenzimmer wohne ich nicht. Das ist immer noch ausbaufähig, aber zurzeit eine Rumpelkammer, ich kann da auch nichts zeigen. Mittlerweile in der dritten Generation läuft Lokstedts Gastwirtschaft. Sie sind also Chef und Koch und alles in einem? Ja, genau so. Gastgeber für ganz viele Menschen, die hier einkehren und fürs Dorf? Auch das, ja. Ich mache Hotel, ich mache Pension, ich mache Partyservice, Kochen, alles was man so braucht. Ja, man hat alles Mögliche gemacht. Was denn so? Ich habe auch Post ausgetragen in den Zoo, in der Stadt. Abgekocht, war Sanitäter beim Bund. Heute bewirtet er bis zu 120 Gäste. Denn selbst wer in der Umgebung wohnt, kommt gern nach Lokstedt im Kreis Steinburg. Wer hier aufgewachsen ist, der bleibt und sagt, hier ist meine Heimat.